Der Vortrag wird vorgestellt von Frau Teda Bartholomäus. Sie ist Doktorandin hier am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin und forscht in der Arbeitsgruppe von Frau Dr. Forst-Lund, richtig? Ja, okay. Hier am MDC liegt der Fokus darauf, die molekularen Mechanismen zu erforschen und diese Erkenntnisse dann in die medizinische Anwendung zu übersetzen. Die molekulare Medizin verbindet demnach die anwendungsorientierte Medizin mit den Lebenswissenschaften. Die drei Forschungsschwerpunkte, auf die die Arbeit hier gestützt ist, ist einmal Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen sowie Krankheiten des Nervensystems. Unser neuer Standort in Berlin-Mitte, da wo wir auch jetzt gerade sind, ist das Berlin-Institut für medizinische Systembiologie und es ergänzt diese drei Schwerpunkte um die Systembiologie. Die Arbeit von Frau Bartholomäus hat den Forschungsschwerpunkt bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ich übergebe nun das Wort und wünsche Ihnen allen viel Spaß. Und ich finde es übrigens ganz nett, dass Sie alle, also dass so viele von Ihnen diesmal das Video anhaben. Das ist, glaube ich, für Frau Bartholomäus auch ganz angenehm, ein paar Gesichter zu sehen. Gut, viel Spaß. Hallo und willkommen zu meinem Talk. Und wie schon gesagt, ich werde heute über den Metaorganismus Menschen reden und wie neue Techniken ein ganzes Forschungsgebiet revolutioniert haben. Zuerst aber zu mir. Ich bin Teda Bartholomäus und ich bin PhD-Studentin in der AG Forst-Lund am MDC. Und unsere Forschungsgruppe beschäftigt sich vor allem mit der Interaktion zwischen dem Mikrobiom und seinem Wirt. Und hier beschäftigen wir uns vor allem mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich werde heute einen Überblick geben, welche Bedeutung Mikroorganismen haben. Dann werde ich ein klein bisschen was zur Geschichte der Mikrobiologie erzählen und zur Genetik. Und dann gehe ich darauf ein, wie das Mikrobiom des Menschen analysiert werden kann, welche bioinformatischen Tools wir benutzen, um diese ganzen tollen, schönen Figures in den Papers zu erstellen. Und schlussendlich werde ich noch ein bisschen darüber reden, was wir wissen, was wir noch nicht wissen über das Mikrobiom und die Hoffnung, die wir in die Entschlüsselung des Mikrobioms setzen. Als erstes ist es aber wichtig, dass ich meine Arbeitsgruppe präsentiere und ich versuche jetzt mal zu erklären, was genau wir hier machen. Also viele Erkrankungen bei Menschen, wie das Fortschreiten oder die Verbesserung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen, beeinflussen die Genexpression, den Immunstatus und die Zusammensetzung des Mikrobioms. Das heißt, unser Gesundheitsstatus und das Mikrobiom beeinflussen sich gegenseitig. Und metagenomischen Analysen und großen Studienkohorten lässt sich diese Beeinflussung untersuchen und charakterisieren. Und wir arbeiten an einem datenbasierten Modell, das zeigt, wie sich der menschliche Wirt und das Mikrobiom unter verschiedenen Bedingungen gemeinsam in Richtung Gesundheit und Krankheit entwickeln. Und um das zu erreichen, analysieren wir sehr viele Daten vom menschlichen Wirt und seinem Mikrobiom und berücksichtigen dabei Metadaten, wie zum Beispiel die Ernährung, die Lebensweise, den demografischen Hintergrund und Patientengeschichten. Und wir machen das mit dem Ziel, dass wir ein hochpräzises, quantitatives Verständnis der Wirts-Mikrobiom-Interaktion erhalten und mit diesem Verständnis eventuell die Möglichkeit haben, personalisierte Therapien zu beschaffen. Das Mikrobiom ist erst in den letzten 20 Jahren mehr und mehr von Forschern wahrgenommen worden und getrieben vor allem durch neue diagnostische Verfahren, konnten immer mehr Zusammenhänge gezeigt und beschrieben werden. Und hier sehen wir zum Beispiel den Anstieg der Publikationen zum Thema Mikrobiom. Und wir sehen, dass quasi der Point of No Return war 2010. Und seitdem ist der Anstieg extrem. Wir sind aber immer noch am Anfang. Wir wissen etwas über das Mikrobiom, aber wir wissen immer noch sehr wenig. Das, was wir wissen, ist aber sehr spannend.
Als erstes ein bisschen Hintergrund. Der Mensch ist nur ein Zuschauer. Das zentrale Lebewesen auf dieser Erde sind Mikroorganismen. Und mit dem bloßen Auge können wir nur einen kleinen Ausschnitt des Lebens sehen. Ohne Mikroskope bleibt uns der Rest verborgen. Und dabei ist die Erde voll mit Mikroorganismen, die selbst die unwirklichsten Lebensräume bewohnen. Und in jedem Moment des Lebens sind über eine Quintillionen, das sind 10 hoch 30 prokaryotische Zellen in unserer Biosphäre. Und wie gesagt, jeder Lebensraum ist besiedelt und der Mensch bildet dabei keine Ausnahme. Ohne diese Mikroorganismen wäre ein höheres Leben nicht möglich, denn sie besitzen die einzigartige Fähigkeit, organische Substanzen in anorganische Komponenten umzuwandeln. Dieser Prozess wird Mineralisation bezeichnet. Den kennen wahrscheinlich alle von Ihnen, vor allem die Biolehrerinnen, Lehrer und Lehrerinnen. Und ich habe das jetzt hier nur gezeigt. Ich werde nicht auf den Prozess eingehen. Das ist relativ unspannend für das heutige Thema. Aber wie hat das alles angefangen? Die erste Publikation zum Thema Mikroorganismen stammt von Antonie von Leeuwenhoek. Und dieser Naturforscher untersuchte mit einem selbstgebauten Mikroskop, was wir hier sehen, Seewasserproben und beschrieb in seiner Publikation dazu kleine Tierchen, die später als Mikroorganismen bekannt wurden. Über 200 Jahre später, unzählige Experimente und Theorien über die Funktion von Mikroorganismen, stellte sich Louis Pasteur, den wir hier sehen, schlussendlich die Frage, ob ein Leben ohne Mikroorganismen überhaupt möglich ist. Und heute wissen wir, das ist nicht der Fall, denn die Abwesenheit von Mikroorganismen auf und in unserem Körper würde zu schweren Störungen im Immunsystem, dem Energiehaushalt, der Versorgung mit essentiellen und der Versorgung mit essentiellen Vitaminen führen. Beides, die Mikroorganismen auf und in unserem Körper, formen die Mikrobiota. Ihre genetische Information wird als Mikrobiom bezeichnet. Dieser Begriff wurde vom Nobelpreisträger Joshua Lederberger eingeführt und definiert. Und seitdem gilt die Mikrobiota auch als Teil des metabolischen Systems des Menschen. Das heißt, wie gesagt, sie trägt massiv zum Auf- und Abbau von Botenstoffen bei, zur Synthese von Vitaminen und Nahrungsbestandteilen. Dabei besteht die Mikrobiota des Menschen nicht nur aus Bakterien, sondern auch aus Pilzen, Viren, Phagen und Archaeen. Der größte Teil der Mikrobiota machen jedoch Bakterien aus und davon sind 99% dieser Bakterien obligat anaerob. Das heißt, ein Vorhandensein von Sauerstoff hemmt ihr Wachstum. Und jeder Teil des Körpers ist besiedelt. Haut, Mund, der gesamte Gastrointestinaltrakt, der Urogenitaltrakt. Also es gibt quasi keinen Bereich, der nicht besiedelt ist. Auch die Lunge ist besiedelt. Dabei leben genauso viele bakterielle Zellen auf und in uns, wie wir Körperzellen haben, was wir hier sehen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass von den 30 Billionen humanen Zellen, die wir in unserem Körper haben, 25 Billionen Erythrozyten sind. Aber das nur an der Seite. Also wie gesagt, wir haben genauso viele bakterielle Zellen wie humane Zellen auf und in uns. Und wenn wir uns das Gewicht angucken, das diese bakteriellen Zellen ausmachen, sehen wir, dass nur 0,2 Kilogramm des Körpergewichts von den bakteriellen Zellen stammt. Und trotzdem besitzt die Mikrobiota 150 Mal so viele Gene wie das menschliche Mikrobiom. Das heißt, eigentlich sind wir mehr Bakterien als Mikrobiom, wenn man sich die Gene anguckt. Die größte Anzahl der Bakterien finden wir im Verdauungstrakt und hier vor allem im Kolon. Es werden ungefähr 10 hoch 11 bis 10 hoch 12 Bakterien pro Milliliter Darminhalt gefunden. Und es wird davon ausgegangen, dass ca. 160 Arten das individuelle Mikrobiom ausmachen. Und von diesen 160 Arten
das individuelle Mikrobiom von 30 bis 40 verschiedenen Arten dominiert wird. Trotzdem ist das, was wir hier wissen, noch lange nicht das Ende, denn je tiefer wir sequenzieren, desto mehr neue Arten tauchen auf, desto mehr Interaktionen finden wir und desto komplexer wird das ganze System. Ich kann das nicht oft genug sagen, aber die Bakterien helfen nicht nur dabei, die Nahrungsbestandteile aufzuschließen, sondern sie synthetisieren auch essentielle Vitamine und beeinflussen das Immunsystem. Und das sieht man hier ganz schön. Wir können den Mensch eigentlich als Holobiont bezeichnen. Ein Holobiont ist ein biologisches System, das aus einem eukaryotischen Wirt besteht, das sind wir, und einer Mehrzahl an mit ihm zusammenlebenden prokaryotischen Arten, also die Mikrobiota. Der Mensch und seine Mikrobiota leben in Symbiose. Der Mensch kann nicht alleine bestehen und die Mikroorganismen, die unseren Körper besiedeln, übernehmen unzählige Funktionen. Und im Gegensatz dazu versorgen wir unsere Mikrobiota mit Nährstoffen und einem Lebensraum. Hier sehen wir zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Mikrobiota und Mensch. Die Mikroorganismen produzieren Toxine oder Metabolite, die einen direkten Einfluss auf die menschlichen Zellen haben. Und andersrum haben die menschlichen Zellen, also vor allem auch das Immunsystem oder das, was wir zu uns nehmen, einen direkten Einfluss auf die Mikroorganismen. Und dieses Zusammenspiel sollte im Gleichgewicht sein. Und ist dies nicht im Gleichgewicht, kommt es zu einer Transition zwischen Gesundheitsstatus und Krankheitsstatus. Und je nachdem, wie doll dieses System aus dem Ruder läuft, sind die Krankheitssymptome größer bei manchen Krankheiten. Charakteristisch für das individuelle Mikrobiom ist die Zusammensetzung und die Artenvielfalt der Stämme. Die wird als sogenannte Diversität bezeichnet. Und die Diversität entspricht dabei, wie gesagt, der Artenvielfalt der Bakterien. Und in der Regel gilt, dass eine große Artenvielfalt zur funktionellen Stabilität des Darmmikrobioms beiträgt und die Versorgung mit essentiellen Metaboliten und Vitaminen sicherstellt. Dahingegen bezeichnet man eine Dysbiosis als ein Missverhältnis im Darmmikrobiom. Und hier sehen wir ganz schön, wie das passiert. Als allererstes steht die Abnahme der Diversität. Also es kommt zu einer Reduktion der Artenvielfalt. Und diese leeren Plätze werden von opportunistischen pathogenen Mikroorganismen eingenommen. Es kommt zu einer Überwucherung. Die gesunde Mikrobiota wird verdrängt. Und schlussendlich haben wir dann eine manifestierte Dysbiosis, die zu einer großen Anzahl von Krankheitssymptomen führen kann. Das humane Mikrobiom oder das humane Darmmikrobiom kann in drei Hauptgruppen eingeteilt werden. Diese werden als sogenannte Enterotypen bezeichnet. Und die Enterotypen besitzen spezifische Merkmale und sie sind dominiert von einem bestimmten Bakterienstamm. Es gibt den Prevotella-Enterotyp, den Rhominococcus-Enterotyp und den Bacteroides-Enterotyp. Und jeder Mensch kann zu einem dieser Enterotypen zugeordnet werden. Und alle drei Enterotypen stellen auf ihre eigene Weise sicher, dass der Körper mit essentiellen Vitaminen und anderen Metaboliten versorgt werden. Und diese Sicherstellung ist optimal angepasst an den Wirt. Also wir wissen, es gibt schon einiges, was wir wissen. Und wir wissen viel über bestimmte Bakterienstämme und deren Funktion im Mensch. Trotzdem sind immer noch viele der Bakterien nicht erforscht. Und wie gesagt, durch diese Sequenzierung finden wir immer wieder neue Arten. Und wir wissen auf jeden Fall schon viel, viel mehr als früher. Denn bevor man molekularbiologische Forschung betreiben konnte, muss man auf Kultivierung zurückgreifen, um Aussagen über die Mikroorganismen zu machen in spezifischen Habitaten.
Und das ist sehr schwierig, weil viele der Bakterien, vor allem auch in unserem Darm, komplexe Zusammensetzung von Nährmedien brauchen, um wirklich zu wachsen. Und was man hier sieht, sind einfach Bilder, wie das früher abgelaufen ist, um Bakterien zu charakterisieren. Also entweder man hat bestimmte Agarböden verwendet, die dazu geführt haben, dass hier sehen wir zum Beispiel Enterokokken färben sich blau und dann kann man sie von Salmonellen unterscheiden, die rot sind. Also das musste früher gemacht werden. Glücklicherweise machen wir das nicht mehr, sondern wir haben die Molekularbiologie. Und das hat alles damit angefangen, dass 1953 die Struktur der Doppelhelix entdeckt wurde. Und neben Watson und Crick, den jeder kennt, waren drei andere Wissenschaftler beteiligt, unter anderem Rosalind Franklin und ihr PhD-Student, die mit Röntgenbeugung ein Foto der DNA erzeugen konnten. Und dieses Foto ist als Foto 51 bekannt und lieferte den entscheidenden Hinweis auf die Struktur der Doppelhelix. Und trotzdem, dass alle aufgeregt waren, weil sie dieses Foto von der DNA sehen konnten, war immer noch nicht bekannt, wie die Anzahl der Stränge ist und wie genau die chemische Organisation in diesem Molekül ist. Und dann schlussendlich haben Watson und Crick dann 1953 endlich die Beschreibung der DNA veröffentlicht, was dann zu einer Revolution in der biologischen Forschung führte und auch zu einer Revolution in der Klassifizierung von Mikroorganismen. Und hier sehen wir die zwei molekularen Schlüsselmethoden zur Untersuchung des Mikrobioms. Und auf beide werde ich ein bisschen eingehen. Einmal die 16S-Sequenzierung und die Shotgun-Sequenzierung. Und ich rede jetzt erstmal über die 16S-Sequenzierung. Durch die Amplifizierung des 16S-Gens wurde schlussendlich die momentan benutzte Taxonomie der Bakterien geschaffen. Und dieses 16S-Gen ist 1,5 Kilobasen lang. Und die 16S-RNA kodiert für die kleine ribosomale Untereinheit der bakteriellen Ribosomen. Diese kommen ausschließlich in Bakterien und Archaeen vor. Das heißt, bei der 16S-Sequenzierung wird nur der Stamm der Bakterien bzw. Archaeen erfasst. Und hier sehen wir den Aufbau der 30S-Untereinheit des Bakterium Thermus thermophilus. Und neben der 16S-RNA besteht diese 30S-Untereinheit aus 21 Proteinen, die uns aber bei der 16S-Sequenzierung nicht interessieren. Die 16S-Gensequenz enthält neben hochkonservierten Regionen, die hier in grün dargestellt werden, auch hypervariable Regionen, das sind die blauen, und zwar insgesamt 9. Diese hypervariablen Regionen sind quasi artspezifische Signatursequenzen, die wir zur Identifizierung der Bakterien nutzen. Und dabei ist aber zu sagen, dass keine der hypervariablen Regionen alle Bakterien von Domäne bis Gattung genau klassifizieren kann. Einige können zuverlässig bestimmte taxonomische Ebenen vorhersagen. Und je nachdem, was die Fragestellung ist und welche Art von Probe wir sequenzieren, wird die 16S-Amplifizierung an unterschiedlichen variablen Regionen durchgeführt. So wird vor allem zur Bestimmung des Darmmikrobioms die V3-V4-Region verwendet, da dieser Teil des 16S-Gens ideal ist zum Unterscheiden verschiedener bakterieller Stämme im Darmmikrobiom. Als nächstes, nach der Sequenzierung, werden die Sequenzen ausgelesen. Jede Sequenz wird mit einem Barcode versehen. Anschließend werden diese Sequenzen mithilfe von Computational Pipelines, wie zum Beispiel Lotus, das benutzen wir, aber es geht auch Keim und Dada2. Wir machen nach dieser Sequenzierung eine Qualitätsprüfung der Sequenzen und diese Pipelines ordnen unsere Sequenz in sogenannte Operational Taxonomic Units an.
Diese OTUs basieren auf der Identität der Sequenz, das heißt auf der Basenreihenfolge, und unterschiedliche Level der Sequenz-ID, also unterschiedliche Vergleichbarkeit der Basenreihenfolge, werden genutzt, um taxonomische Level darzustellen. So ist eine Übereinstimmung, eine Sequenzübereinstimmung von 95% gibt eine Aussage darüber, dass es sich bei diesem Bakterium, was wir hier sequenziert haben, um die gleiche Gattung handelt. Anschließend werden diese Sequenzen mit Datenbanken wie zum Beispiel der Silver oder Green Genes Datenbank verglichen, und dort können die Sequenzen hochgeladen werden und anhand 1-zu-1 Vergleiche können wir dann genau sagen, diese Sequenz gehört zu dem und dem Bakterium. Die 16S-Sequenzierung im Allgemeinen ist kostengünstig mittlerweile, ist weit verbreitet, gibt jedoch nicht die Möglichkeit, auf Artniveau, also auf der Domäne der Arten, die Bakterien zu klassifizieren. Das Beste, was wir machen können, ist Gattung. Eine Weiterentwicklung dieser 16S-Sequenzierung ist die Shotgun-Sequenzierung. Bei dieser Methode, also diese Methode ist geeignet, um lange DNA-Stränge und komplette DNA zu sequenzieren. Und man kann hier mit dieser Methode auch ganze Genome erfassen. Und es gibt auch die Möglichkeit, Funktionen über bestimmte Gene aus dieser Sequenzierung zu erhalten. Wie das abläuft, sehen wir hier. Die DNA wird zunächst zufällig fragmentiert und die resultierenden Fragmente werden dann sequenziert. Und mithilfe von bioinformatischen Tools werden diese Fragmente, werden aus dieser Fragmente durch sogenanntes Overlapping die zugrunde liegende Sequenz erstellt. Und mithilfe dieses Verfahren konnte zum Beispiel das Genom verschiedener Arten sequenziert werden. 1998 wurde das gesamte Genom der Nematode C. elegans sequenziert, 2 Jahre später das der Fruchtfliege und 2003 das komplette menschliche Genom. Zwar konnten wir das sequenzieren, wir wissen aber immer noch nicht, was all die Gene, die wir gefunden haben, bedeuten. Und Folgeprojekte arbeiten jetzt gerade daran, um quasi jedes Gen, was wir in dieser Sequenz erhalten, aufzuschlüsseln. Insgesamt enthält das menschliche Genom rund 20.000 bis 25.000 Gene. Und als diese ganze Shotgun-Sequenzierung des menschlichen Genoms angefangen hat, ist man davon ausgegangen, dass der Mensch mindestens 100.000 Gene haben muss, um die ganzen Merkmale, die unseren Körper definieren, zu kodieren. Aber anscheinend sind wir gar nicht so komplex. So, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Methoden? Also, anders als bei der 16S-Sequenzierung kann man mithilfe von Shotgun-Sequenzierung Auflösung auf Art-Niveau erzielen. So zeigt zum Beispiel die 16S-Sequenzierung, wir haben Lactobacillus in unserer Probe. Wenn wir Shotgun-Sequenzierung nehmen, können wir sagen, es ist Lactobacillus reuteri. Zusätzlich kann bei der Shotgun-Sequenzierung können Plasmide, Phagen und Viren erfasst werden. Das funktioniert aber nur, wenn die Datenbanken, die wir benutzen, um die Sequenzen, die wir erhalten, abzugleichen, vollständig sind. Sonst können wir keine Auswertung machen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass bei der Shotgun-Sequenzierung gezeigt werden kann, welche Gene in der Probe vorkommen und welche potenziellen Funktionen sie haben. So können wir schauen, ob zum Beispiel bestimmte Diäten oder Krankheitsbilder auch dazu führen, dass sich Gene in Stoffwechselwegen im Mikrobiom verändern. Und hier sehen wir zum Beispiel so eine Karte der Gene für bestimmte Enzyme im Stoffwechselweg des menschlichen Mikrobioms. Und jeder Knotenpunkt hier stellt dabei ein Substrat dar. Und die Verbindung zum nächsten Knotenpunkt ist das Gen, was für ein Enzym kodiert.
zum Beispiel. Und hier sehen wir dann zum Beispiel die Stoffwechselwege für Kohlenhydrate, für Aminosäurenabbau und Bildung von Endotoxinen zum Beispiel. Zu der Identifizierung der Gene aus einer sogenannten Shotgun-Sequenzierung wird das gesamte Genprofil über so eine Karte gelegt. Und dann sieht man hier zum Beispiel die Gene, die auf dieser, die hier auf diesen ganzen Reihen liegen, sagen uns, dass das Mikrobiom, was wir hier untersucht haben, das Potenzial haben, Propionsäure zu produzieren. Auch hier gilt trotzdem, viele Gene, die wir durch die Shotgun-Sequenzierung sehen, können nicht zugeordnet werden. Wir wissen nicht, was die machen. Und die Shotgun-Sequenzierung gibt lediglich die Möglichkeit, auf das Genprofil drauf zu gucken. Wir wissen aber nicht, ob diese Gene aktiv sind. Wir wissen nur, dass sie vorhanden sind. Und wenn wir eine Aussage über die Aktivität machen wollen, muss eine andere Form der Sequenzierung benutzt werden, die heißt Metatranscriptomics. Und dieses Verfahren basiert auf der mRNA. Und dann können wir halt Aussagen über aktiv abgelesene Gene machen und ob diese Gene halt mehr abgelesen werden oder nicht. Aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Was benutzen wir zur Auswertung dieser riesigen Datensätze, die wir meistens bekommen, wenn wir so eine Sequenzierung machen? Es können verschiedene Programme benutzt werden und verschiedene Sprachen, wie zum Beispiel GraphPad Prism oder SPSS. Auch Python wird hin und wieder benutzt, aber die Sprache, die wir benutzen und die am weitesten verbreitet ist, heißt R. Das ist nicht nur eine Computersprache, sondern es ist auch eine Software. Und diese Software ist frei erhältlich und für jeden zugänglich und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Jeder kann Funktionen für diese Software schreiben und die öffentlich zugänglich machen. Das ist ein Open-Source-Programm und das ist unfassbar gut, um statistische Analysen zu machen. Und hier sehen wir die beiden Entwickler dieser Sprache und dieser Software. Also A beinhaltet einen riesigen Katalog an Funktionen zur grafischen Darstellung und zur statistischen Auswertung unserer Datensätzen. Und daher ist es kein Wunder, dass vor allem in der akademischen Wissenschaft und in der Healthcare dieses dieses die prävalente Sprache ist, die wir zur Auswertung benutzen. Und wie läuft das ab? Also ich habe jetzt hier mal Screenshots gemacht von meinem Work Environment, wie das bei mir abläuft. Erstmal, so sieht das aus. Hier, das ist das Global Environment. Hier sehen wir, wenn wir Datensätze einlesen, werden uns die Datensätze hier eingelesen. Hier unten sind Hilfe. Hier kann man Hilfe für verschiedene Funktionen abrufen. Dann wird einem gesagt, was man machen muss. Man sieht hier Plots, also grafische Darstellungen, weil man sich welche anzeigen lassen kann. Hier sieht man die verschiedenen Funktionen, die man einlesen kann und hier den Dateienpfad. Im Allgemeinen, das hier ist die Konsole. Hier wird codiert und hier unten kommen die Aussagen von unseren statistischen Tests oder was auch immer wir machen. Wir sehen auf jeden Fall hier, was abläuft im Programm und hier geben wir eben die Kommentare. Und als allererstes ist es immer so, bevor ich eine Analyse starte, überlege ich mir, was für Funktionen brauche ich. Ich installiere die Funktion und ich lade sie in meine Global Library. Und dann weiß ich, ich werde nicht in Errors laufen, weil irgendwelche Funktionen nicht da sind. Lade ich meine Datensätze rein. Das habe ich hier zum Beispiel gemacht. Wir sehen, ich habe zwei Datensätze eingelesen. Einmal Alpha. Das sind Daten über das Mikrobiom. Ich habe 200 Observations. Das heißt, ich habe 200 Patienten und 7 verschiedene Variablen. Und MD, das sind Metadaten, über die ich schon geredet habe. Also Patienteninformationen wie zum Beispiel Blutdruck. Als allererstes guckt man sich immer an, wie der Datensatz aussieht. Wir sehen hier, NA bedeutet, wir haben keine Aussage über, das bedeutet hier Antibiotika, es werden bestimmte Antibiotika benutzt. Das heißt, für manche der 200 Observations, die wir haben, wissen wir nicht, ob jemand Antibiotika benutzt haben oder nicht.
allgemein gilt hier auch 0 und 1 als Ja und Nein oder Male und Female. Kann man selber kodieren in diesem Datensatz, das ist ganz schön. Als allererstes gucken wir uns an, wie die Verteilung unserer Daten ist. Wir sehen, dass unser Age mehr oder weniger normal verteilt ist und unsere Diversität, also unsere mikrobielle Diversität in unserem Datensatz auch eine schöne Normalverteilung hat. Das ist immer sehr gut. Dann ist der erste Schritt, den ich immer mache, ist, ich gucke mir die Diversität an. Hier gucke ich mir die Alpha-Diversität an. Das ist die Funktion zum Plotten. Es gibt im Internet unglaublich viel Hilfen für diese Software. Es ist unfassbar. Die meiste Zeit, in der man an solchen Datensätzen arbeitet, verbringt man damit zu googeln und nach Antworten zu suchen für irgendwelche Errormeldungen, die auftauchen, die man nicht versteht. Das ist wahnsinnig toll. Man kann unglaublich viel Zeit damit verbringen, aber es ist sehr, sehr spannend. Wie auch immer. Als erstes gucke ich mir die Alpha-Diversität an. Die Alpha-Diversität bezeichnet die Artenvielfalt im Mikrobiom. Und ich gucke mir die zum Beispiel hier in meinem Datensatz zwischen unterschiedlichen Krankheiten an. Ich habe hier einen Datensatz, wo Leute gesund sind oder eine Krankheit haben, die andere Krankheit haben oder beide Krankheiten haben. Und hier anstelle des Darmmikrobioms gucke ich mir hier das Lungenmikrobiom an. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Also beim Darmmikrobiom macht man das auch. Und dann kann ich mir angucken, wie sich die Artenvielfalt in den verschiedenen Krankheitszuständen verändern. Und hier sehen wir nicht so einen großen Unterschied. Ich kann dann statistische Tests machen, wie zum Beispiel den Kruskal-Wallis-Test, um zu gucken, ob es hier Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen gibt. Wenn ich statistische Tests mache, hilft mir A dabei, sagt mir, was ich wo reintragen muss. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken und kann mir dann den P-Value immer hier unten anzeigen lassen. Und ich kann den sogar so kodieren, dass er mir hier oben angezeigt wird, was ich nicht gemacht habe. Dann als nächstes gucke ich mir die Beta-Diversität an. Die werden wir in meinen Folgeslides noch sehr oft sehen. Baue ich eine Distance-Matrix, also ich vergleiche jeden Wert, den ich zum Mikrobiom von einem Patienten habe, mit dem von einem anderen und gucke mir die Distance zwischen den verschiedenen Werten an und plotte das dann zweidimensional hier. Ich sehe die erste Dimension und die zweite Dimension. Und was wir hier sehen ist, das hier ist quasi die Artenvielfalt in einem individuellen Mikrobiom in meinem Datensatz und die unterscheidet sich von einem anderen Patienten. Hier habe ich versucht, die nach Krankheitsstatus anzufärben, weil ich gehofft habe, dass ich eventuell sehe, dass eine dieser Krankheiten dazu führt, dass sie irgendwie clustern und ich was richtig Tolles zeigen kann. Wie man sieht, ist das aber nicht der Fall. Das kann man statistisch dann auch mit Permanova-Tests nachweisen. Aber ja, so viel dazu. Also das ist quasi das, womit wir uns in meiner Arbeitsgruppe hauptsächlich beschäftigen. Also wie wir sehen, wir können total viele Zusammenhänge aufzeigen. Wir können diese in Zusammenhang mit humanen Parametern stellen. Wir können statistische Tests durchführen und wunderschöne Grafiken erstellen mit R. Und das heißt, wir wissen schon viel und unser Wissen steigt stetig, aber wir wissen trotzdem eigentlich noch sehr, sehr wenig. Weil viele der Bakterien in einem Darmmikrobiom noch nicht mal detektiert wurden, weil sie in so geringen Konzentrationen vorkommen, dass ihre genetische Information von anderen genetischen Informationen überlagert werden. Viele der Bakterien sind nicht identifizierbar, da ihr Genom in keiner Datenbank hinterlegt wurde. Das heißt, wir wissen nicht, was es ist. Und zu guter Letzt, wenn wir Shotgun-Sequenzierung machen und wir uns Gene angucken, wissen wir bei über 40% der Gene einfach nicht, was für eine Funktion sie übernehmen. Also da ist noch super viel Arbeit zu tun, aber wir wissen schon einiges und was wir wissen, das finde ich extrem spannend.
Wir wissen, dass das Mikrobiom des Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt sich stark unterscheidet. So konnte zum Beispiel eine Studie in Nature hier zeigen, dass das Mikrobiom von Menschen aus industrialisierten Regionen hier, den USA, sich stark von der Zusammensetzung des Mikrobioms in ländlichen Gebieten unterscheidet, hier den American Indians. Und hier sehen wir zum Beispiel wieder die Better Diversity, die ich eben gezeigt habe. Und hier sehen wir schön, wie schön sich das clustert. Also man sieht, da ist ein starker Unterschied. Die ähneln sich fast gar nicht. Wir wissen auch, dass das Mikrobiom, hier in der Abbildung sehen wir das, wir wissen auch, dass das Mikrobiom sich unterscheidet zwischen verschiedenen Ländern. Zum Beispiel ist das Mikrobiom der Deutschen vor allem von Prevotella geprägt, das Mikrobiom der Dänen hingegen von Bacteroides. Wir wissen, dass das Mikrobiom von der Mutter geprägt wird und dass nach dem Absetzen der Muttermilch und der ersten festen Nahrung die richtige Entwicklung zum stabilen und erwachsenen Mikrobiom beginnt. Wir wissen auch, dass in den ersten Monaten nach der Geburt es zu einem Shift kommt. Was wir hier sehen, ist wieder die Better Diversity. Wir sehen neugeborene Kinder, das Mikrobiom von neugeborenen Kindern, es shiftet nach 4 Monaten in die Richtung, nach 12 Monaten in die Richtung und dann hin zur Mutter. Hier sehen wir die Alpha Diversity, also wenig Artenvielfalt bis hin zu viel Artenvielfalt. Wir wissen auch, dass in dieser Phase das Mikrobiom unglaublich anfällig ist auf den Einfluss durch Fremdstoffe und Antibiotika. Wir wissen auch, dass dieser Shift ist nicht zufällig. Es folgt einem bestimmten System. Neben den genetischen Einflüssen, die das Mikrobiom formen, hat die Ernährung einen enormen Einfluss. Die Zusammensetzung der Mikrobiota wird stark durch unsere Diät beeinflusst. Das ist eigentlich kein Wunder, weil unser Essen ist das Essen der Mikrobiota. Wir teilen uns die Nährstoffe. Je nachdem, was und wie viel zur Verfügung steht, hat ein Einfluss auf das Wachstum bestimmter Bakterienstämme und die Produktion unterschiedlicher bakterieller Metaboliten. Diese Metabolite können sowohl einen positiven Effekt haben, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, die anti-inflammatorische Kapazitäten aufweisen, die Darmbarriere stärken und die Produktion von regulatorischen T-Reg-Zellen, T-Helferzellen induziert. Oder sie haben einen negativen Effekt, wie zum Beispiel Trimethylaminoxid, also TMAO, was dieser bakterielle Metabolit wird in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gebracht. Auch Verbindungen zwischen dem Darmmikrobiom und dem Gehirn sind seit langem vermutet. Das wird als sogenannte Gut-Brain-Axis bezeichnet. In den letzten Jahren beschäftigen sich mehr und mehr Studien mit der Auswirkung der Darmmikrobiota auf das Gehirn und das Verhalten. Und in der Tat, es hat sich seither viel Forschung auf Serotonin als Knotenpunkt zwischen der Interaktion zwischen dem Darmmikrobiom und dem Gehirn konzentriert. Und eins der am besten charakterisierten Beispiele ist die Interaktion zwischen den Mikroben, hier, den enteroendokrinen Zellen und dem zentralen Nervensystem. Dabei ist vielleicht zu sagen, dass 95% des Serotonins in unserem Körper in diesen enteroendokrinen Zellen produziert und gespeichert wird und nur 5 davon im Gehirn. Und bakterielle Metaboliten produziert von sporenbildenden Clostridien. Regen, hier sind die bakteriellen Metaboliten, hier sehen wir schon wieder kurzkettige Fettsäuren. Sie regen die enteroendokrinen Zellen an, aus Tryptophan Serotonin zu synthetisieren. Und diese enteroendokrinen Zellen kommunizieren direkt mit dem zentralen Nervensystem. Oder sie schütten das Serotonin ins Blut aus. Andersherum ist es halt so, dass das zentrale Nervensystem auch mit den enteroendokrinen Zellen in Kontakt steht und dazu führen kann, dass Serotonin- oder Tryptophan-Metabolite in das Darmlumen ausgeschüttet werden, wo diese dann wieder Interaktion mit der Mikrobiota stattfindet. Also dieses System ist super spannend.
Momentan wird die bisherige Arbeit, die publiziert wurde, basiert vor allem auf Tiermodellen, aber es ist auf jeden Fall der Wunsch da, das in menschlich, also mehr in menschliche Modelle reinzubringen. Wir wissen auch, dass bestimmte pathologische Zustände mit einer Veränderung des Mikrobioms zusammenhängen. So konnten zum Beispiel Studien zeigen, dass das Mikrobiom sich von fettleibigen Personen deutlich vom Mikrobiom von normalgewichtigen Personen unterscheidet. Hier sehen wir wieder die Better Diversity, also die Artenvielfalt zwischen unterschiedlichen Gruppen. Hier sehen wir die Zusammensetzung des Mikrobioms von normalgewichtigen Patienten, hier von fettleibigen Patienten und hier von Patienten mit NASH. Das ist eine nicht alkoholinduzierte Fettleber. Wir wissen auch, dass die Diversität im Allgemeinen im Mikrobiom bei fettleibigen Patienten geringer ist. Im Allgemeinen können super viele metabolische Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes oder Arteriosklerose mit einer Veränderung im Darmmikrobiom assoziiert werden. Und hier sehen wir wieder die Abnahme der Artenvielfalt bei fettleibigen Patienten. Hier sehen wir eine schöne Abbildung, die zeigt die Veränderung in der Funktionalität in bestimmten Stämmen in Patienten mit geringer Diversität. Was wir hier sehen, sind quasi die Auslöser, die dazu führen können, dass die Diversität im Mikrobiom abnimmt. Auf der einen Seite steht, dass die wiederholte Behandlung mit Antibiotika. Auf der anderen Seite steht zum Beispiel Western Diet. Das ist eine Diät, die stark an Fett und Salz basiert. Wir sehen bestimmte inflammatorische Zustände, die dazu führen, dass bestimmte Bakterien überhand nehmen, dass es zu entzündlichen Prozessen kommt. Damit nimmt das Mikrobiom ab. Hier sehen wir, was passiert, wenn die mikrobielle Diversity abnimmt. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass der oxidative Stress steigt. Wir sehen, dass Bifidobakterien, die quasi gute Bakterien sind, abnehmen, dass die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren abnimmt. Also wir sehen, das ist ein unglaubliches Zusammenspiel und es ist sehr, sehr spannend. Auch hier sehen wir nochmal den Unterschied im Mikrobiom zwischen gesunden Patienten mit chronischer Darmentzündung, wie zum Beispiel Morbus Crohn. Hier ist wieder die Better Diversity. Hier muss man vielleicht dazu sagen, dass die Achsen vertauscht sind, was das ein bisschen seltsam aussehen lässt. Aber wie gesagt, wir sehen auch hier einen Unterschied. Wir sehen aber auch, dass neben der ganzen Sequenzierungstechniken auch mithilfe von anderen Methoden Bakterien gezeigt werden können, wie zum Beispiel die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, wo man Mikroorganismen im Biofilm in der Darmwand von Patienten anfärben kann. Und hier sehen wir zum Beispiel Bacteroides, die in gelb auf grünem Hintergrund dargestellt werden in der Darmwand von Morbus Crohn-Patienten und Eubakteriengruppen in der Darmwand von Inflammatory Bowel Disease-Patienten, also einer chronisch entzündlichen Darm, immer wieder kehrenden Darmerkrankung. So komme ich zum Schluss meines Vortrags. In den letzten 10 Jahren sind viele Studienergebnisse veröffentlicht worden. Viele unterschiedliche Assoziationen zwischen dem Mikrobiom und der menschlichen Gesundheit wurden gezeigt und beschrieben. Das Mikrobiom scheint ein super vielversprechendes Ziel für neue Therapien und von Krankheiten zu sein. Und dies vor allem durch eventuell nicht invasive Therapien wie diätische Interventionen. Wir können ganz viel in Tiermodellen zeigen. Unter anderem konnte in dem Tiermodell gezeigt werden, dass bei der Gabe von Lactobacillus murinus der Blutdruck in Mäusen gesenkt werden kann. Es konnte auch gezeigt werden, dass die direkte Gabe von bakteriellen Metaboliten, wie zum Beispiel kurzkettigen Fettsäuren, einen gleichen Effekt auf den Blutdruck von Mäusen haben, wie die Gabe von Lactobacillus murinus. Wir sehen viele Assoziationen. Wir können
trotzdem immer noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es die Ursache oder die Folge von Erkrankung ist. Und deswegen kann man das Mikrobiom als Angriff für neue Therapien verwenden und kann man das Mikrobiom als diagnostische Analysen oder als neue diagnostische Werkzeuge benutzt werden? Das ist immer die Frage. Und meiner Meinung nach kann man das machen. Allerdings muss man aufpassen, dass man einheitliche Methoden anstrebt, das heißt einheitliche Sequenzierprozesse, einheitliche Auswertungsprozesse, damit die Studien vergleichbar werden und damit man Korrelationen, die man in einer Studie sieht, auch in anderen Studien sieht. Also wir wollen Reproduzierbarkeit, damit wir wirklich klare Aussagen machen können. Und erst wenn wir uns da sicher sind, bin ich mir relativ sicher, dass wir mithilfe des Mikrobioms neue Therapieansätze formulieren können und das Mikrobiom auch als diagnostisches Werkzeug benutzen können. Und damit bin ich fertig. Danke, Teda, erstmal für deinen spannenden Vortrag. Ich mache dich jetzt mal ganz kurz, ich lasse deine Folien einfach mal offen, ja? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Falls jetzt Fragen kommen, dann ich schaue mal ganz kurz in den Chat und schaue, ob da schon jemand Fragen reingeschrieben hat. Nee, dann beginne ich einfach mal. Ich habe ein paar Fragen. Also was ich sehr, sehr interessant fand, war diese Darstellung, dass du gezeigt hast, ich glaube, das waren mehr Gene von Bakterien in unserem Körper sind als von uns Menschen. Ja, ein bisschen mehr. Kannst du dazu vielleicht sagen, wie das sein kann, einfach weil es so viel verschiedene sind? Oder wie kommen diese 3000 da zustande? Ja, es sind sehr viel verschiedene. Also, naja, das sind die bakteriellen Zellen. Ich meine, Bakterien sind sehr, sehr klein. Und wir haben sie überall. Und ja, es sind halt auch, also ich meine, das sind allgemein Bakterienzellen, das hat nichts mit unterschiedlichen zusammen zu tun. Es ist einfach nur, wir sind halt quasi überwuchert von Bakterien und wir finden immer wieder neue Arten oder immer wieder neue Punkte, wo Bakterien zu finden sind. Also zum Beispiel, wie gesagt, das Neueste ist halt das komplette Airway, also Lunge und die ganzen Atemwege sind voll mit Bakterien. Und eigentlich ist es kein Wunder, dass das mehr als menschliche Zellen sind. Aber es ist trotzdem irgendwie, wir sehen es halt nicht. Wenn wir es sehen, ja, würden wir uns selber wahrscheinlich nicht mehr sehen. Okay, gut, danke. Ich habe hier gerade eine Frage im Chat gesehen. Kann man durch Ernährungsumstellungen sein Mikrobiom ändern? Ja, das kann man zu gewisser Weise. Also es ist zum Beispiel so, dass diese Enterotypen, die ich gezeigt habe, irgendwo, die werden auch vor allem dadurch geprägt von der Ernährung. Das heißt, wenn man seine Ernährung ändert man ernährt sich eher westlich, also reich an Fett und Weizen und Salz, und man ändert seine Ernährung hin zu mehr Ballaststoffen und weniger Kohlenhydraten, dann kommt es natürlich dazu, dass die Bakterien, die Ballaststoffe verwenden, um ihren Stoffwechsel anzutreiben und um sich fortzuentwickeln, dass die freuen sich drüber. Es gibt Ballaststoffe, also fangen wir an, uns zu reproduzieren und wir werden mehr. Die Diversität ändert sich. Wir haben zum Beispiel der Prevotella-Enterotyp ist der Enterotyp, der zeigt unter anderem auch, dass man einer Diät folgt, die reich an Ballaststoffen ist. Also ja, man kann das durch die Ernährung machen, man muss aber bei der Ernährung bleiben. Also es ist nicht so, es reicht mal, wenn ich irgendwie 2 Wochen lang Fiber esse, danach habe ich mein Mikrobiom verändert, sondern man muss die Ernährung durchziehen, sonst rutscht das wieder zurück. Also es ist möglich. Wir haben unter anderem auch eine Studie mit Patienten mit metabolischen Syndromen gemacht, das heißt alles das, was einhergeht mit Fettleibigkeit, wo wir die Leute auf eine bestimmte Diät gesetzt haben und wir sehen, das Mikrobiom verändert sich und das Immunsystem verändert sich und die ganze Blutdruckgeschichte wird
besser bei diesen Patienten. Das ist sehr spannend. Ja. Okay. Kommen wir zur nächsten. Hier kann, also hier wurde gerade noch eine Frage gestellt, und zwar: Ich habe mal von Stuhltransplantation gehört. Wird da auf Daten wie Ihre zurückgegriffen oder wird das noch einfach so ins Blaue gemacht? Ja, es werden auch, also Stuhltransplantationen, wir haben dazu noch keine Studie gemacht, aber dazu gibt es viele Studien und die sind auch reliable. Also es ist so, dass zum Beispiel bei Leuten, die sich also die Operation haben und dann stark Antibiotika nehmen müssen, dass man anfängt zu sagen, man kann Stuhl vorher von diesem Patienten nehmen, den aufreinigen und nach dieser ganzen Antibiotikanahme ihren eigenen Stuhl wiedergeben kann durch Kapseln mit der ganzen Zusammensetzung, um das Mikrobiom so schnell wie möglich wieder auf den Ursprungszustand zurückzubekommen. Und das ist tatsächlich etwas, was man machen kann und was sehr gut ist. Es gibt YouTube-Videos dazu, denen würde ich nicht folgen. Das ist sehr gefährlich. Aber wenn es ein Arzt macht und wenn man es in der Klinik macht, ist das etwas sehr Gutes. Okay, ich weiß nicht, ob du den Chat gerade siehst, aber ich lese dir einfach mal die Frage noch von Herr Christian Steinborn vor. Und zwar: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Mikrobiom und essentieller Hypertonie? Ja, also das ist halt diese Studie, die ich ganz am Ende angeschnitten habe. Also momentan arbeiten wir tatsächlich an Patientendaten, die werde ich gerade auswerten, wo wir Hypertonie-Patienten haben und wir sehen eine Änderung im Darmmikrobiom. Aber was schon publiziert ist, sind in einem Tiermodell, wo wir in Mäusen Hypertonie induziert haben. Und dort sehen wir eine Veränderung im Darmmikrobiom. Wir sehen vor allem die Abnahme von Lactobacillus, was einer der Bakterien im Darmmikrobiom ist, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Und wir sehen, dass wenn wir quasi diesen Mäusen, diesen hypertonen Mäusen Lactobacillus geben, dass wir den Blutdruck recovern können, also der Blutdruck geht wieder runter. Und was wir noch sehen, was sehr spannend ist, dass wenn wir nur die bakteriellen Metabolite, also die kurzkettigen Fettsäuren diesen Mäusen geben im Trinkwasser, dass wir den Blutdruck auch wiederherstellen können. Also wir haben zwei Angriffspunkte identifiziert und wir versuchen momentan, das in ein humanes Modell zu überführen. Es wäre sehr cool, wenn das klappt. Ah, okay. Das heißt, man kann seine Diät, sage ich jetzt mal, auch so anpassen, oder ist jetzt Ja. erst im Tiermodell. Also man muss gar nicht jetzt unbedingt auf Joghurt zurückgreifen, nur, sondern Man könnte zum Beispiel, also ich meine, klar, wenn man richtig, also wenn man super hypertensive ist, würde eine Diät bestimmt auch was machen, aber das dauert ein bisschen. Aber wenn man leicht prähypertensiv ist, also so prähypertensiv ist, glaube ich, 140 zu 90 oder so, dann kann man ganz viel schon allein dadurch machen, dass man die Diät ändert. Also dass man darauf achtet, dass man mehr Ballaststoffe zu sich nimmt, weniger Salz isst und weniger Fett. Das ist tatsächlich sehr spannend. okay. Das ist wirklich sehr spannend. Hier ist noch eine Frage, und zwar: Wissen Sie schon, ob die Mikrobiota eine bestimmte Wirkung auf das Immunsystem hat? Ja, wissen wir. Das ist okay. Das ist eine sehr gute Frage und ich habe vor kurzem erst richtig angefangen, mich damit zu beschäftigen, welche Immunzellen genau von der Mikrobiota beeinflusst werden. Aber wir wissen zum Beispiel, dass diese kurzkettigen Fettsäuren, die von der Mikrobiota produziert werden, einen direkten Einfluss auf TH17-Zellen haben. Wir wissen auch, dass zum Beispiel, also es ist halt so, eigentlich sollte der Darm
also es sollte nicht dazu kommen, dass die Darmwand porös wird und Mikroorganismen in das Blut kommen und wirklich in Kontakt mit Immunzellen im Blut kommen. Aber wir primen auch unser Immunsystem mit den Mikroorganismen. Es ist halt, Immunologie ist super spannend und super schwer und ich finde, die Frage ist sehr gut, aber ich will jetzt hier auch nichts Falsches erzählen, weil ich auch gerade erst damit angefangen habe, mir das anzugucken. Ich weiß aber, dass TH17-Zellen auf jeden Fall beeinflusst werden durch die Metaboliten und mehr sage ich jetzt erstmal nichts. Ich glaube, das ist auch etwas dieses Zusammenspiel, was du vorhin auch erwähnt hättest, dass man noch nicht weiß oder wenn ich das richtig verstanden habe, wenn Veränderungen im Mikrobiom also ja, also man weiß nicht, genau, man weiß nicht, ob es entweder das Mikrobiom ist, was zur Veränderung führt oder die Veränderung zur Veränderung im Mikrobiom. Genau. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass Leute mit Depressionen ein verändertes Mikrobiom haben. Und das ist halt die Frage, liegt es daran, dass das Mikrobiom verändert ist, dass die Leute Depressionen haben oder liegt es vielleicht daran, dass man durch Depression sich anders ernährt oder... Also es ist halt, man muss das richtig gut differenzieren können. Wir arbeiten auch an Funktionen in A, die quasi für sowas korrigieren. Das ist halt auch ein riesiger Part. Ah, okay. Ja. Noch eine Frage sehe ich hier gerade im Chat. Und zwar bringen Probiotika wie Simbiflor mit unterschiedlich vielen Bakterienstämmen, die ja relativ teuer sind, überhaupt etwas oder werden sie primär einfach wieder ausgeschieden? Also es gibt Studien, die zeigen, das ist halt auch so ein Ding, es gibt Studien, die zeigen, ein Teil kommt auf jeden Fall an. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass ein Großteil ausgeschieden wird. Es kann man kontrovers diskutieren. Also ich denke, es hat auch viel damit zu tun, ob man daran glaubt oder nicht. Ich denke, dass Probiotika, also mein personal View ist, dass Probiotika eher wenig Einfluss haben, weil wie gesagt, dieses Ökosystem, was wir in uns drin haben, wenn man eine neue Spezies da reinbringt und hofft, dass sich etwas ändert, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert oder ob das einfach entweder rausgewaschen wird oder halt einfach von den anderen überwachsen wird. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass Präbiotika, also sowas wie Inulin-Kapseln oder irgendwelche anders ballaststoffreichen Kapseln, die man zu sich nimmt. Und dass die einen sehr, sehr großen Einfluss haben, weil da man quasi Nährstoffe für das individuelle Mikrobiom einbringt und dann das Mikrobiom den Rest machen lässt. Also das Mikrobiom fängt halt an, sich selber weiterzuentwickeln. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und also es gibt auch Leute, die das gut finden. Okay, also angenommen, man wäre krank, beziehungsweise es gibt ja Leute, die, sag ich jetzt mal, nach einer starken oder die einen starken Durchfall hatten oder auch irgendwie in die Richtung einfach eine Darmerkrankung oder sowas hatten, würdest du dort auch sagen, dass es dort nichts bringen würde, einfach um sein Mikrobiom wieder, sag ich mal, gut anzusiedeln und wieder diese ganzen guten Bakterien wieder im Darm aufzubauen? Denkst du, in so einem Fall würde das was bringen? Also bei Antibiotika-Use, also wenn du Antibiotika nimmst und deine eigene Mikrobiom zerstört hast, also du hast quasi alles, was du in deinem Darm hast, getötet und dann nimmst du neue Bakterien zu dir, denke ich, dass es was bringt. Ich denke aber auch, dass, wie gesagt, man viel, 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 viel mehr da verändern kann, indem man halt sowas wie Ballaststoffe zu sich nimmt, also Präbiotikas anstelle Probiotikas. Ah, okay, also genau. dass man sozusagen seinen Körper selbst die Arbeit machen lässt und nicht außen. Ich bin sicher, dass das viel, viel, viel mehr macht als Probiotikas. Was? Sag du erst. Nein, es ist halt, ich weiß nicht, es ist halt ein wirklich schweres Thema. Ist vielleicht auch weniger invasiv, oder? Wenn man diese. Ja, es ist, weil es gibt auch Leute, die total schlecht auf. Also man kann zum Beispiel bei DM Lactobacillus Probiotika kaufen und es gibt Leute, die vertragen das gar nicht. Es ist halt, ich.
man muss halt, glaube ich, immer selber testen. Und es hat auch viel damit zu tun, was man glaubt und was man nicht tut. Okay, wir alles wissen klar. ja, das Gehirn beeinflusst das Mikrobiom und andersrum. Also von ja, daher. Okay. Zoe hat hier gerade noch eine Frage. Mhm. Zoe, möchtest du sie einfach, du kannst ja auch sprechen. Möchtest du sie? Mhm. Nee? Nein. Okay. Okay, sie hat geschrieben. Doch, okay, alles klar. Ich hatte mir ein bisschen die Frage gestellt, ob es Sinn machen würde bei jeder schweren Erkrankung, dass man gleichzeitig einfach den Mikrobiom sequenziert. Also einmal halt, um die Zusammenhang zu schaffen und einfach auch eine Datenlage halt zu schaffen. Ja, oder ob das zu kostenintensiv ist und aufwendig. Ich kann ja mal ungefähr sagen, wie viel das kostet. 16S-Sequenzierungen von einem Patienten, eine Probe, kostet mittlerweile 35 Euro. Also ist okay. Shotgun-Sequenzierungen wären 100 Euro pro Probe. Ich fände es super, weil je mehr Daten wir haben, desto besser werden unsere Modelle. Und ich fände das gut, wenn man das macht. Aber das ist halt... Wie gesagt, also wir stehen am Anfang und jetzt wird tatsächlich jede neue klinische Studie, die wir starten, es ist egal, was es ist, die kommen alle zu unserer Arbeitsgruppe und fragen uns, sollen wir anfangen, Stuhl zu sammeln? Sollen wir das eventuell später sequenzieren? Also es ist gerade erst der Start, dass wir anfangen, so oft wie möglich Stuhlproben zu sammeln und diese zu sequenzieren. Weil ich denke, es gibt uns sehr viel Aussage. Es ist, je mehr Daten wir haben, desto besser werden unsere Modelle, desto besser können wir sagen, diese Veränderung ist wirklich korrelativ. Und ja, ich höre super. Ja. Und weißt du, warum das so ist, dass es nicht einfach gemacht wird? Also das ist nicht... Also es hat auch, glaube ich, sehr viel... Also es ist halt immer dieser... Es ist einmal Datenschutz. Es ist einmal das... ist am Anfang, wo das alles angefangen hat mit dieser ganzen Microbiome Research, war es halt so, dass Stuhlproben, die man abgeben will, die mussten naiv genommen werden von dem Patienten selber. Das ist halt auch so ein Ding, nicht schön. Und diese Stuhlproben mussten direkt nachdem sie quasi gesampelt wurden, direkt auf Trockeneis, um quasi eine Veränderung des Systems zu inhibieren. Also sie mussten sofort gefroren werden, damit sich da nichts mehr verändert. Und das war bis vor 5 Jahren oder so, war das der Goldstandard. Das heißt, es wurde bei jeder Studie, die am Darmmikrobiom gemacht wurde, mussten die Patienten in die Klinik kommen, eine Stuhlprobe abgeben und diese Stuhlprobe musste direkt weggefroren werden. Das ist jetzt seit 5 Jahren oder so, gibt es halt bestimmte Lösungsmittel, die man benutzen kann, die diesen ganzen Prozess weniger kompliziert machen, wo man den Patienten so Collection Tubes mit nach Hause geben kann und dann können sie es zu Hause machen, da ist das alles nicht mehr so problematisch. Und ich glaube, durch sowas wird sich da einiges noch ändern, aber ich denke, das ist auch der Grund, warum es noch nicht gemacht wurde. Okay. Ich habe auch noch eine Frage zu dir, zu der Sequenzierung. Und zwar hast du dort ja, da hast du ja die beiden gegenübergestellt. Hm. Und kann man aus dieser Gegenüberstellung jetzt nehmen, dass die Shotgun-Sequenzierung genauer ist? Ja, also es ist, wie gesagt, wir können auf Artniveau gucken. Also wir können uns quasi genau angucken, was wir da für ein Bakterium haben. Zum Beispiel Reuteri. Und wir haben ein genetisches Profil, also wir können sagen, dieses Bakterium hier hat daneben, dass es Lactobacillus reuteri ist, hat es auch noch das Potenzial, Propionsäure zu produzieren, also kurzkettige Fettsäuren. Das ist toll und das ist richtig, richtig spannend. Also es ist halt eigentlich die coolere Methode. Aber ich finde, dass um Korrelationen zum Beispiel zwischen einfach Bakteriengattungen und bestimmten Krankheitssymptomen zu erstellen, dass 16S-Sequenzierung völlig ausreicht. Okay. Und dass zum Beispiel, wenn man dann, sagen wir finden eine total tolle Korrelation zwischen Lactobacillus und Hypertension und dann wollen wir weiter reingucken, dann können wir quasi dann entscheiden, dass wir dann noch tiefer sequenzieren. Aber zum ersten Überblick finde ich 16S-Sequenzierung super toll.
Okay. Frau Horn, ich stelle mal erstmal Ihre Frage kurz nach hinten, weil ich glaube, die von Frau Krakow passt gerade besser. Welche Kriterien gibt es bei Bakterien für die Klassifikation als Art? Wo wir jetzt schon hier sind. Also bei einer Sequenzübereinstimmung von 97% sagen wir, es ist die gleiche Art. Also wenn wir eine 97-prozentige Übereinstimmung in der Basenpaarreihenfolge sehen, sagen wir, es ist die gleiche Art. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel. mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles klar. Dann hier die Frage von Frau Horn. Und zwar, könnte man über das Mikrobiom auch Aussagen über Darmkrebs machen? Ja, kann man. Und das ist halt, das ist genau das, dieses das Mikrobiom als therapeutisches Werkzeug. Mittlerweile wird das tatsächlich benutzt, um Aussagen darüber zu machen, ob man das potenziell hat, Darmkrebs zu kriegen oder nicht. Und ja, man kann das und man versucht das immer noch zu verfeinern, damit die Aussagen noch besser sind. Aber ja, man kann das und das ist halt genau das, was wir auch machen wollen in Zukunft. Also wie genau kann ich mir das vorstellen? Was würde man dort untersuchen? Die Zusammensetzung ja, oder der die Zusammensetzung und wahrscheinlich, man könnte sich das zum Beispiel, könnte man Shotgun-Sequenzierung machen, sich das genetische Profil angucken und dann wahrscheinlich guckt man sich trotzdem noch die Patientengeschichte an, um ganz sicher zu sein. Aber ja, genau. Okay. Zoe hat noch eine Frage gestellt. Zoe, möchtest du wieder hier mit einspringen? Du hattest ja gesagt, dass die Datenbänke, dass die vollständig sein müssen. Mhm. Trägt ihr auch dazu bei? Das füllt ihr sozusagen die Datenbänke? Ja. Wir arbeiten zusammen mit Bremen an einer Datenbank über das Mikrobiom von Mäusen. zusätzlich haben wir, oder ich bin gerade in einer Studie mit eingestiegen, wo wir uns das Darmmikrobiom von Nacktmullen angucken. Und dazu gibt es zum Beispiel keine Datenbank. Das heißt, wir versuchen selber eine Datenbank zu erstellen und das läuft meistens so an, dass wir sagen, okay, Nacktmullen, das sind auch Nagetiere. Dann gucken wir uns das Mikrobiom an, was wir sequenziert haben und vergleichen das erstmal mit Mäusen und gucken, ob es ähnlicher zu Mäusen oder zu Ratten ist oder zu Hamstern. Und ja, wir arbeiten auch mit dran. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe, aber alle Informationen, die wir haben, versuchen wir auch dafür zu nutzen, um diese Datenbanken zu verbessern. Okay. Im Chat habe ich gerade noch eine Frage gesehen von Herrn Steinborn. Und zwar, Sie hatten ja auch gesagt, dass das Mikrobiom der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ist. Ja. Kann man das an verschiedenen Arten von Erkrankungen nachvollziehen? Die Frage habe ich mir vorhin auch gestellt. Lustig, dass das jetzt noch gefragt wurde. Also das ist, ob bestimmte Arten von Erkrankungen dann auch in dieser Bevölkerung häufiger vorkommen? Ja. Okay. Also Herr Steinborn, Sie können sich auch gerne freischalten. Ja, wenn es, ja gerne, perfekt. Gerne. Also erstmal vielen Dank für Ihre exzellente Präsentation nochmal. Vielen ja. Das Dank. Ist ja wirklich ganz toll, was Sie hier geliefert haben. Dankeschön. Ja, und als Nicht-Molekularbiologe und auch als jemand, der eigentlich eher im technischen Bereich tätig ist, wirklich hochinteressant für mich, das mal zu sehen. Ja, für mich wäre einfach mal interessant, wenn Sie jetzt festgestellt haben, dass diese Besiedlung sozusagen der Leute in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ist, kann man da auch sehen, dass da dann auch verschiedene Erkrankungen auftreten, dass man da nachvollziehen könnte, das hängt jetzt mit dem zusammen oder mit was anderem? Ja, zum Beispiel die Western Diet, die mit diesem metabolischen Syndrom oder mit Bluthochdruck vor allem in Verbindung gebracht wird, die sehen wir zum Beispiel im Darmmikrobiom von den USA und auch in Europa sehr viel. Und da sehen wir zum Beispiel, dass diese Diät beeinflusst das Darmmikrobiom. Und führt dazu, dass zum Beispiel sowas wie Bluthochdruck als epidemiologische Krankheit in den USA
sehr, sehr verbreitet ist. Und wenn wir das dann zum Beispiel vergleichen mit Leuten in Indian America, die haben ein komplett anderes Mikrobiom, das auf jeden Fall durch Ernährung und Umwelteinflüsse charakterisiert werden. Und wir wissen halt, dass die viel weniger Bluthochdruck, also viel weniger Probleme mit Bluthochdruck haben im Vergleich zu Europäern und US-Amerikanern. Also man kann das sehen, ja. Ist da sozusagen dann, dass man da sagen kann, die sind eher dann fettleibig durch ihre andere Ernährung. Unter anderem. Und das ist dann sozusagen die Ursache für die Hypertonie, die unter anderem, ja. Oder ist es primär, dass man sagt, die essen jetzt zu viel Salz zum Beispiel? Früher hat man ja gesagt, Salz spielt eine Rolle. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch der Stand der Forschung ist. Immer noch. Wenn man weniger Salz isst, dann kann es was helfen, muss aber nicht. Kann sein, dass es nicht hilft. Ja, das ist nämlich genau dieses Problem, was wir haben. Also es ist genau das, wo wir halt jeder, und ich kann das verstehen, ich will das auch, ich will klare Aussagen treffen. Ich will sagen, Leute, esst kein Salz mehr und dann... Aber es ist halt so, wir sehen, dass durch zum Beispiel erhöhten Salzkonsum sich etwas ändert im Darmmikrobiom. Und wir sehen auch, dass Leute, die erhöhten Salzkonsum, aber auch zusätzlich erhöhte Mengen an Fett zu sich nehmen, dass die eher dazu neigen, Bluthochdruck zu entwickeln. Also es ist sehr, sehr schwer, das zu differenzieren. Ist also dann eher die westliche Lebensweise allgemein, die dann dazu auch beiträgt, ja, dass man solche Erkrankungen entwickelt. Genau, ja. Das ist tatsächlich gezeigt, dass diese westliche Diät wirklich dazu führt, dass neben der Veränderung im Darmmikrobiom, dass es halt auch allgemein Veränderungen hervorruft, zum Beispiel Fettleibigkeit. Okay, danke. Gerne. Also für Fragen kann der Lautsprecher einfach wieder auf, also nicht stumm geschaltet werden, und dann könnt ihr gerne auch die Fragen direkt stellen, wenn es überhaupt noch welche gibt. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Frage als IT-Verantwortlicher bzw. Administrator. Interessiert mich das mal, diese Daten, die Sie da einlesen, sind das unstrukturierte Daten, strukturierte Daten, und wo entwickeln Sie diese Funktion, um diese Daten einzulesen selber, oder gibt es die schon? Genau, also die Funktion, um diese Daten einzulesen, die sind in diesem R, in R hinterlegt. Die Daten sind, also der Traum von uns ist, dass die Daten strukturiert sind. Und was ich hier zum Beispiel eingelesen habe, sind strukturierte Daten, also zum Beispiel die Metadaten hier, wir haben quasi einen Header, wo steht Bluthochdruck und alles. Und die sind direkt zugeordnet. Aber das ist halt der Idealfall. Wir kriegen auch unstrukturierte Daten, und das führt dazu, dass man mehrere Tage daran sitzt, irgendwelche Analysen zu machen, Errormeldungen zu kriegen, sich die Datensätze immer und immer wieder anzugucken und versucht, Fehler zu finden. Also es ist halt teilweise ein bisschen problematisch. Aber normalerweise, oder das Beste, was man machen kann, ist, damit alles reibungslos funktioniert, strukturierte Daten einlesen, nochmal überprüfen, ob sie strukturiert sind. Und dann kann man all diese Funktionen, die wir hier sehen, die sind alle schon implementiert in A. Das ist alles nur Sachen, die ich immer wieder abrufe. Und das ist super toll. Ich liebe es. Okay, ich schaue gerade noch mal in den Chat, und hier ist noch eine Frage. Hier, Zoe, möchtest du erstmal? Ja, ich hätte noch eine Frage. Vielleicht hast du das auch schon gesagt, Teda, und ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Aber hast du genau gesagt, woran du forschst, was deine Fragestellung ist, also was du herausfinden willst? Okay, so mein PhD-Projekt. ich gucke mir an, ich will mir angucken, wie chronisches Nierenversagen einhergeht mit einer Veränderung im Immunsystem und einhergeht mit einer Veränderung im Darmmikrobiom. Und ich gucke mir das in einem Tiermodell an, von einer gesunden Niere bis hin zu einer ganz, ganz schlechten Niere, und gucke mir dann longitudinal an, wie sich Immunsystem und Mikrobiom verändert. Und meine Fragestellung ist, welche Veränderung sehen wir?
Gibt es bestimmte Veränderungen, die charakteristische Punkte in dem Nierenversagen darstellen, wo man zum Beispiel angreifen könnte, wo man sagen kann, okay, wenn wir jetzt eine Intervention machen würden, an diesem Punkt könnten wir die Nieren, den Nierenschaden recovern. Das ist mein Projekt. Und ja. Welchen Modellorganismus nimmst du dafür? Eine Ratte mit Bluthochdruck. Okay, alles klar. Hier im Chat ist noch eine Frage. Und zwar, gibt es Unterschiede im Mikrobiom eines Vegetariers, Veganers oder und Allesessers? Ja. Ich glaube, das ist eine sehr... Ja, das ist so. Also das Ding ist... Gute Frage. Veganer unterscheiden sich extrem von Vegetariern und Allesessern. Deswegen ist das zum Beispiel so, wenn wir klinische Studien machen, dass wir Veganer prinzipiell ausschließen. Weil man immer ein Artefakt kriegt in den Daten. Die Veganer haben eine komplett andere Ernährung, es fehlen tierische Proteine. Also das habe ich ja auch habe ich hier auch gezeigt. Diese tierische Proteine fehlen komplett. Das heißt, dieses ganze System läuft anders ab. Also es werden andere Bakterien, diese Bakterien werden gar nicht so stark reguliert. Also die sind trotzdem da, die sind nicht weg, aber es ist anders reguliert. Und Vegetarier und Allesessern, da ist der Unterschied gar nicht so hoch. Also es kommt halt auch darauf an, wie viel Fleisch gegessen werden und wie viel man auf dem Spektrum ist. Also wenn man zum Beispiel jemanden hat, der nur Fleisch und Brot isst und dann jemanden vergleicht, der Vegetarier ist und meinetwegen hin und wieder ein Ei isst und sonst noch Gemüse, da sieht man einen Unterschied. Aber wenn man sich quasi das Overall anguckt, sieht man weniger Unterschied zwischen Vegetariern und Allesessern. Aber Veganer schließen wir immer aus, weil es immer ein Problem ist. Aber wäre es nicht eigentlich interessant, den Vergleich, sage ich jetzt mal so, zu sehen? Genau, eigentlich schon. Aber dann müsste man quasi eine klinische Studie machen oder eine Studie machen, um zu sagen, wir vergleichen Veganer und Vegetarier und unsere Fragestellungen sind halt was anderes. Also unsere Fragestellungen sind halt Bluthochdruck zum Beispiel. Aber ich bin selber Veganerin. Und ja, ich auch. Deshalb dachte ich, vielleicht ist es also. Also ja, es ist halt so, ich meine, ja, man sieht einen Unterschied. Also wir unterscheiden uns stark. Man muss halt auch mal dazu sagen, dass man als Veganerin auch definitiv. Also es ist nicht unbedingt die ideale Diät. Also wirklich nicht. Solange man supplementiert, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn man halt, also die ideale Diät laut Mikrobiom ist Vegetarier mit hin und wieder Fisch. Ach echt, okay, ja. Gut. Das ist auch interessant. Also, ja. Obwohl man ja auch, obwohl es ja auch, sag ich jetzt mal, Allesesser gibt, die, sag ich jetzt mal, Mangelerscheinungen haben. Ne? Ja, aber das ist glaube ich, auch wieder ein anderes Thema. Ja, es ist halt, Menschen sind unterschiedlich. Genau, Menschen sind unterschiedlich. Im Chat ist noch eine Frage, und zwar, wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die Zukunft der Mikrobiomforschung aussehen bzw. weiterentwickeln? Ich denke, dass wir definitiv irgendwann einen kleinen Dämpfer haben werden und also den haben wir eigentlich jetzt schon, dass quasi diese ganzen Korrelationen, die im Anfang der 2010er publiziert wurden, dass die alle quasi reanalysiert werden und man sagt, okay, diese Korrelation ist nicht unbedingt eine Korrelation, es ist eher eine Assoziation. Also wir sehen Zusammenhang, aber wir können nicht sagen, das ist genau das. Ich denke, es wird immer präziser und wir werden irgendwann die Möglichkeit haben, da eine gute Aussage drüber machen zu können. Aber es wird wirklich, wirklich personalisiert sein. Also es wird nicht so sein, dass man sagt, die Bevölkerung sollte der und der Diät folgen oder das und das nehmen, sondern es wird personalisiert auf das individuelle Mikrobiom abgestimmt. Also es ist jeder Mensch müsste prinzipiell seine eigene Analyse haben und dann seine eigenen Vorschläge. Okay. Aber ja. Schätze ich gerade noch eine Frage, die gerade gekommen ist. Und zwar, kann man auch Ergebnisse ohne Tierversuche, also in der Petrischale an Organoiden erzielen? Welche Überlegung könnte man sich vorstellen? Also das kann man, es gibt den Versuch zum Beispiel, das komplette Gastrointestinalsystem nachzubauen. Das sind riesige Apparaturen, die so Mixtures aus Nährmedium und bestimmten Säure-pH-Werten haben und dann quasi
füllt man eine, ein, das, da macht man vor allem so Forschung an Fremdstoffen und so. Das heißt, man hat dieses System, was das ganze Gastrointestinalsystem nachbildet. Man füllt oben die Fremdstoffe ein und guckt sich dann in jedem System, zum Beispiel im nachgebildeten SI, guckt man sich dann an, wie sich die bakterielle Zusammensetzung verändert. Das ist möglich, aber es ist nicht, es ist so, dass in diesen angesetzten Tanks, die quasi die, das Mikrobiom von einem Darm widerspiegeln sollen, es ist nicht möglich, ein menschliches Darmmikrobiom in Petrischalen zu etablieren. Es ist einfach nicht möglich. Wir können das, wir können selbst, wenn wir Stuhlproben nehmen und die in Nährmedium auflösen und versuchen, alles möglich zu machen, wir können das nicht reproduzieren. Es wird immer, es führt immer dazu, dass ganz viele Spezies verschwinden und wir im Endeffekt bei so 8 bis 10 Gattungen bleiben, die unsere Zusammensetzung dann dominieren. Also es ist natürlich der Wunsch von vielen, dass man auf Tiermodelle verzichtet, aber bei sowas zum Beispiel, bei so einem komplexen System ist es extrem schwer. Und zusätzlich, wenn man sich dann halt auch noch das Immunsystem angucken will, also die, die Interaktion, ist das nahezu unmöglich bis jetzt. Aber ich, vielleicht ändert sich das. Es gibt auch den Versuch, computerbasierte Modelle zu erstellen. Und dazu gibt es unglaublich spannende Paper, die ich leider nicht verstehe, weil ich nicht so gut bin, die zum Beispiel zeigen, dass es computerbasierte Modelle gibt, die, die zeigen, wie sich der menschliche Organismus verändert. Also da sind alle metabolischen Systeme, die man von Menschen kennt, eingespeist in ein Computerprogramm und man kann verschiedene Parameter regulieren und dann sieht man, was sich verändert. Das ist super spannend. Wow, ja, das stelle ich mir also auch sehr komplex vor. Also ich denke, vielleicht nicht Organoide, ich denke vielleicht, dass bevor wir das hinkriegen, wir es hinkriegen, ein Computermodell zu erstellen davon. Das ist sehr, sehr spannend. Aber müssten dafür, also um so ein System erstmal, also um von den Tierversuchen wegzukommen, dafür müsste doch eigentlich jeder Organismus erstmal bekannt sein, oder? Ja, und dafür müssen wir auch Tierversuche machen. Also es ist quasi, es ist halt kompliziert. Das ist halt auch so eine Frage der Ethik und alles, aber ja.